Hey und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Kerstin und heute machen wir vegane Pfannkuchen. Ob man das Pfannkuchen nennen kann, weiß ich nicht. Es werden ja keine großen, sondern das werden mehr so Pancakes. Naja, auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal eine Schüssel. Dann brauchen wir als nächstes Mehl. Ich komme gleich wieder. Ich bin wieder da. So. So. Jetzt kann es losgehen. Wir brauchen als allererstes 200 Gramm Mehl. Und wenn ihr mehr machen wollt, dann macht einfach doppelte Menge. Ich brauche jetzt gar nicht so viel. Wow, da war so viel drin. Okay. So. Wir haben jetzt unsere 200 Gramm Mehl und jetzt brauchen wir 50 Gramm Zucker. Nee, das tat weh. Oh, das tat weh. Das hat gezwiebelt. Aua, das tat weh. Okay. Okay, es geht weiter. Ich spüre meinen Daumen jetzt nicht mehr, aber... Wenn ihr denn schon mal dabei seid, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und abonnieren auch nicht vergessen. Ne? Kostet nichts, tut nicht weh. Also, so. Jetzt haben wir unsere 50 Gramm. Jetzt haben wir unsere ganzen trockenen Zutaten auch schon hier. Und... Okay. So. Und jetzt. Läuft schon wieder alles schief. Okay. Hier haben wir doch ja an. Jetzt brauchen wir ein kleines bisschen. Nur einen ganz kleinen Schluck. Olivenöl. Und... 100 Milliliter Pflanzenmilch. So, die kommt jetzt hier einfach rein. Das Ganze dickt natürlich auch noch nach. Also da kommt ein bisschen mehr dazu rein. Ich würde mal behaupten, wir brauchen mehr. Jetzt sind das 200. So, und wenn man es noch ein bisschen flüssiger haben will, dann gibt man halt einfach noch immer so kleine Schlucke dazu, je nachdem, welche Konsistenz man braucht. Und das kann man auch für Crepe nehmen. Ich bekomme aber mit unserer Crepe-Platte, wo ich auch gleich unsere Pancakes mache, ich bekomme das nie hin. Das fällt immer auseinander. Man holt sich ja eigentlich extra so eine Platte, damit man das machen kann. Aber um eine Platte, wenn man eine Platte hat und es nicht funktioniert, ist auch immer enttäuschend. So. Jetzt holen wir unsere schöne Crepe-Platte raus, die natürlich unter den ganzen Brettern ist. Wo sollte sie auch sonst sein? So.
mal unseren Spatel, damit wir die Platte nicht kaputt machen, und eine Kelle. So, die Platte ist jetzt auch schön warm. Und jetzt nehme ich mir jetzt einfach hier so ein kleines bisschen und werde das einfach so schön klein rund auftragen. Boah, jetzt habe ich irgendwas im Auge. Auch gut. Und dann mache ich gleich noch einen zweiten. So. Ich brauche noch einen Teller. So. Oh, das Ganze auch drauf kommt. Die werden jetzt hier schön auf der fertig gemacht. Und dann. Also die werden jetzt hier schon langsam so am Rand. Hier so langsam am Rand werden die jetzt schon so ein bisschen dunkler. Hier. Und dann zeige ich euch gleich, wie ich das Ganze ablöse. Also hier so wird so langsam. Ja. Und das lässt sich auch richtig leicht schön ablösen, weil wir im Teig ja auch noch ein bisschen Öl drin haben. Und jetzt auf der Platte. Und das reicht auch für die ganze Zeit aus, dass es auf der Platte ist. Auch wenn man jetzt gar nichts sieht. Aber wenn man so von der Seite guckt, da sieht man das schon ein bisschen so glitzern. So ein bisschen nass sozusagen. Und ja. Also nicht übertreiben mit dem Öl. Weil sonst schwimmen die in Öl. Und ja, das wollen wir nicht, weil dann schmeckt das nicht. So. Ich habe das hier so jetzt auf so diesen Punkt hier. So diese Einstellungen. Und der heizt auch noch anscheinend. Wenn ich jetzt langsam zurück mache, dann ja, kühlt er halt runter. Und die werde ich jetzt alle erstmal machen. Und danach werde ich noch schon...